Willkommen zurück zu Happy View. Ich muss gestehen, ich habe jetzt eine ganze Weile lang nicht gespielt. Ich habe eine Schaufel, alles klar. Aber ich habe noch den guten Anzug an. Und ich glaube, wir gehen über die Brücke. Endlich. Endlich im Parade. Hallo. Lovely day for it. May I see your letter of transit, please? Welcome to the parade, sir. And may I say you've arrived not a moment too soon. What do you mean, Constable? A word to the efficient is sufficient, sir. If you catch my drift. I would not count on this bridge remaining operational in the near future. Nudge, nudge, smirk, smirk. Say no more, say no more. So ein Arschloch. We like to work, are we? Oh. Ja. I don't like trains, Arthur. Are you joking? You love trains. Do you remember when we went to Plymouth on that train? You didn't want to get off. That was in 1941. Yeah, it must have been. I don't want you to go to Germany. You think I want to go? I don't know where we're going, I don't know what they're going to do with us there, and who knows if we're ever really coming back. But I don't have much of a bloody choice, do I? You would talk to me when you're gone. Dad talks to you. Well, no, I suppose he doesn't really. But he does love you. I believe you, Arthur. He's just really rubbish at showing it. Oh, Mann. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Ah, wir waren da. Just like I pictured it. Strange to be back here. How long ago was it I used to just trundle off to work every day, right around here? Now I just need to get into the broadcast tower so I can get into Appleholm Station and find the train tracks to the Britannia Bridge. Wir waren der Einzige, der mit Percy geredet hat anscheinend. Das ist sehr traurig. Noch nicht mal der Vater hat mit ihm geredet. Irgendwie fehlen mir gerade die bunten Straßen. The Fashion Institute. I bought some trousers there. Was? Bloody expensive too. If I remember correctly, they've got a hatch in there. Basement. Ah, yeah. Good thing Sally taught me to be nosy. Who knows when I might need to get to a bed. I should see if I can get down there. Ich muss hier runter? Ja, die Luke ist doch... Die Luke ist drinne. Die ist echt drinne. Komme ich hier vielleicht auch irgendwo rein? Bitte? Natürlich nicht. Ich will erst die Luke haben, bitte. How dare he cancel on me? I don't care if he's double booked. He was nothing before I taught him how to walk. I know. I know how to model. Sorry, love. Tits ruin the drape. Find me a new male model. Too sweet. That was fast. Right height. Right build. Bit tan for my taste. You're new, aren't you? Never mind. If Quintin sent, you're probably not hopeless. I just hope to God you can strut. Go downstairs and ask Nigel what to do. I'm gonna have to do this stupid fashion show to get it, aren't I? Maybe the models can tell me how not to make a complete fool of myself up there. Der hat mit uns gesprochen? Ich dachte mit der Puppe. Und wieso sind wir zu braun? Wir haben eine weiße Maske. Und wir haben doch die Maske noch an, oder? Keller! Ich will die Luke! You seem not entirely delighted. Stage fright. The last time I tripped on the catwalk, Davy locked me in a fucking closet for 3 days. I could use a shot of whiskey, but all we have in this wretched place are drugs. Ja, ich hätte da was für dich. Thank God.
Can you believe he made me tape up my tits? Like that girl who played Dorothy in that old movie about the shoes. Oh, that helps. I'll let you in on a little modeling secret. I toss the crowd a bouquet. They love that. All those lads want to be brides, but it's not gonna happen, is it? Heiraten die etwa nicht mehr, oder? Oh. Ich brauche hier so viele Schlüssel. Wo kriege ich die Schlüssel her? Fuck! My pants ripped! Davey'll kill me. You wouldn't have a sewing kit. Ja, habe ich gerade aufgenommen. Ja. Hallo. Dreh ich um. Bitte. Thanks, Azil. Now the whole crowd won't have to see my knickers. I'm sort of new. Got any advice? Try a fierce I'm watching you move. Oh, ich hab den Schlüssel. Ja, nice. Was hast du denn gemacht? Oh. Stunning! You look like a ghost. You are the one, aren't you? I'm a bit fucked up. But Candyman said it was a Sally special, but he lied. I'd kill several innocent people for a flash. Do you know any innocent people? I don't either. Was ist ein Blitz? You're a lifesaver. Any advice for the catwalk? Do a cheeky little bang bang gesture. They love that. Ja. Ich nehme das mal alles mit, gell? Boah, liegt hier viel Scheiße rum. Brauche ich den Scheiß überhaupt? I'm gonna have to rewrite the entire bloody report. Can you believe that? Habe ich dann hierfür Anschlüsse? Nö. Ich spreche auch nicht mehr. Und wie komme ich in den Keller? Moment, ich muss die Quest mal aus. Ups. Die Quest mal auswählen, sonst komme ich hier. Oh Gott. Die Show muss weitergehen. Jo. Da haben wir noch nicht genug. Chemiefragen. Lieber Dr. Verloc. Vielen, vielen Dank, dass du mir dein Labor gezeigt hast, als ich mit Mr. Adams dort war. Wie du dir vorstellen kannst, war es für ein Mädchen aus einem kleinen Chemikalienladen sehr aufregend. Ich selbst will mich zur Chemikerin ausbilden lassen und habe schon so ziemlich alles gelernt, was Mr. Adams mir beibringen kann. Könnte ich vielleicht irgendwann mal in deinem Labor vorbeischauen und ein paar Fragen über fortgeschrittene Chemie stellen? Es wäre mir eine echte Ehre, von einem derart innovativen Chemiker etwas lernen zu können. Hochachtungsvoll, Sally Boyle. An Bim von Verloc, bla bla bla. Ich hoffe, du hältst es nicht für unangemessen, dass ein einfacher Forschungschemiker sich an dich wendet, aber ehrlich gesagt mache ich mir große Sorgen bezüglich Dr. Harbour. Trotz des großen Erfolges von Freude hat er damit begonnen, Ressourcen für Phrenologiestudien bereitzustellen. Eine lächerliche und diskreditierte Pseudowissenschaft aus dem 19. Jahrhundert. In der Tat spricht er über nichts anderes mehr, wenn er glaubt, dass niemand ihn hören kann. Ich will damit nicht nahelegen, dass er die Fabrik sabotiert. Die jüngsten Engpässe sind das Ergebnis von Versehen, die jedem hätten unterlaufen können. Aber ich weiß, dass du meine Besorgnis über
unsere für Wellington Wells so wichtige Arbeit teilst und er hört weder auf mich noch auf sonst jemanden. Was sollen wir tun? Sehr geehrter Herr, habe wahrscheinlich. Viele unserer Bürger sind aufgrund diverser unglücklicher Zwischenfälle während des Krieges recht niedergeschlagen. Ich glaube, dein Labor könnte bei der Wiederherstellung der Moral behilflich sein. Bei der Durchsuchung des deutschen Lagers fanden wir raus, dass die deutschen Soldaten Wachmacherpillen bekamen. Diese Pillen enthielten Amphetamine und Opioide, was Wunder für ihren Kameradschaftsgeist bewirkte. Nur so ist zu erklären, dass ihre Männer unsere Linien wieder und immer wieder durchbrechen konnten, sodass wir uns schon fragten, ob sie denn nie schlafen würden. Ich glaube, die Lösung unserer Probleme könnte chemischer Natur sein und du könntest der Held sein, den wir jetzt brauchen. Mir ist bewusst, dass deine eigene Forschung dafür zurückstecken müssen. Aber wie schon Admiral Horatio Nelson im Kampf gegen Napoleon sagte, England erwartet, dass jedermann seine Pflicht tut. An die neue Sekretärin. Ich hoffe, du hast mehr Erfolg in diesem Job als ich. Du solltest wissen, dass Dr. V darauf besteht, alle Spuren einer bestimmten Frau aus dem Labor zu tilgen. Wenn du mich fragst, war diese Frau, deren Namen nicht genannt werden darf, der Kopf hinter dieser ganzen Operation. Seit sie weg ist, ist alles anders geworden. Dr. V wird dich nach Informationen aus ihren Notizen fragen, aber du darfst ihm keine ihrer Notizen geben, sonst wirst du gefeuert, wie ich. Ich habe ihre Papiere im Lagerraum und im Computerraum, der war früher ihr Büro, versteckt. Du kommst also an sie ran, ohne dass er es merkt. Ich weiß, es ist kompliziert, aber du kriegst das schon hin. Viel Glück, Betty. PS, Dr. V kriegt außerdem die Krise, wenn du seinen guten Scotch probierst, also sei gewarnt. Okay. Du hast Erlaubnis, den Parade District zu betreten. Yay. Was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich mich umdrehen und sagen sollen, ja, ich will. Ja, komm mit mir. Wir gehen beim Morgengrauen. Was immer du sagst. Ich frage mich andauernd, was aus uns geworden wäre, wenn ich ihr damals durch die Tür nachgerannt wäre. Wären wir noch Freunde? Oder bildete ich mir die Magie nur ein? Wem mache ich hier was vor? Mit 16 hätte ich nie den Mut gehabt, mein Zuhause zu verlassen. Und jetzt renne ich durch die Tür, wenn sie mitkommen will. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was ich Percy angetan habe. Ich frage mich, welche Lügen ich mir später über sie einreden werde. Tue ich das wirklich für Percy? Oder ist es nur eine praktische Lüge, weil ich einen Grund brauchte, um von Freude loszukommen? Und er ist der einzige Grund, der mir einfällt. Was ist, wenn sie es wirklich ernst meint? Was ist, wenn sie mich wirklich will? Wenn sie mich liebt? Wenn sie mich braucht? Vertraue ich denn wirklich niemandem mehr? Aber sie würde überleben und ich würde draufgehen. Eine Frau wie sie erleidet Schiffbruch, aber am nächsten Tag sitzt sie irgendwo unter den Palmen und säuft Margaritas. Ich hingegen bin nichts als ein Haifischköder. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Tut mir leid, tut mir leid. Da geht's dann wahrscheinlich um Sally. An die Mitarbeiter der VIP-Lounge von Davy Hackney. Sind eure Pappfreunde hübsch? Sind sie berühmt? Nein. Na, dann hört verdammt nochmal auf, sie in die VIP-Lounge zu lassen. Der einzige Sinn einer VIP-Lounge ist es, Leute draußen zu halten. Deswegen wollen sie ja hinein. Wenn ihr jeden Versager aus dem Village reinlasst, können wir sie auch das Prolo-Loch nennen. Bitte bedenkt das, wenn ihr eure Jobs behalten wollt. D.H. Will ich meinen Job behalten? Weiß ich nicht. Oh oh. The crowd's restless, dearie. Go out there and fucking wow them. Just strut to the spots marked with X and show yourself off. And quickly. We'll get going then. You are capable of walking 10 feet, aren't you? Oh, and whatever you do, don't fuck up. Okay, and on your mark, and... Oh, falsch. Ja, ich will doch nur kurz... Ja, gucke mal, ich bin mega hübsch. Be fierce, Arthur. Be fierce. I'm fierce. I'm the fiercest. Show us this year's colors. Show us this year's colours. How does it feel to be one of the beautiful people?
War das jetzt gut oder nicht? Hopeless. You're utterly sans charisma. I'm not surprised you're homeless. Say, Mr. Hackney. It's a bit late, and I sort of live on the other side of town. Would it be too much trouble? I suppose you did do me a favor. Here, get some beauty sleep. Not that it'll help. Du bist ein verdammtes Arschloch, weißt du das? Mein Kuchen. Mein Klebeband. Was bist du denn? Du kriegst keine Komplimente mehr, du Arschloch. Oh, ich könnte kalt stellen. Ich will erstmal die Luke. Gib mir die Luke. Ja. Oh Gott. You're not a bloody mule. Ja, ja, wir sind ja bestimmt easily. Weg. Oh Gott sei Dank. Inventar. Wieso habe ich die Schaufel und nicht das? Ich weiß es nicht. Das kann auch rein. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Was ist das? Verbrauchte brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Schuhe habe ich an. Kuchen, das behalte ich. Das kann rein. Das kann rein. Die können rein. Eine Härte geht die. Erhöht die Ausdauer. Ja, ach. Komm, ich brauche das gerade nicht. Das brauche ich nicht. Den Honig brauche ich nicht. Brauche ich genauso wenig. Die auch nicht. Brauche ich jetzt auch nicht. Das erst recht nicht. Nein. Den Brechtier wollte ich sowieso nie. Ich muss zusehen, dass ich unsere Wasserflaschen endlich mal wieder ein bisschen voller kriege. Die werden langsam leer. So. Perfekt. Davon können wir wirklich nie genug haben. Ich könnte die jetzt natürlich machen. Damit wir sie mal gemacht haben. Stachelziegel. Doppelklopfer. Gott, oh Gott. Gut. Berserkerbombe. Habe ich das gerade richtig gelesen? Gib mir die Berserkerbombe. Was ist das? Die macht überhaupt gar keinen Schaden, die Bombe. Ist ja eine blöde Bombe. Okay. Achso, ja. Dann will ich die doch gleich mal ausprobieren. Die Schuhe hatte ich übrigens die ganze Zeit nicht an. Keine Ahnung warum. Gut. Haarschleife. Davy, Schatz, du wolltest wissen, warum ich heute komisch drauf war, aber du weißt warum. Auch wenn du glaubst, ich wüsste es nicht. Dietrich hat mir eine Haarschleife zurückgegeben,
die sie beim Bett gefunden hat. Sie dachte, sie wäre meine, obwohl ich nie hellgrün trage. Ich wollte sterben. Ich wollte wirklich sterben. Du warst mit Pris in unserem Bett, nicht wahr? Niemand sonst kann hellgrün tragen. Wie konntest du nur? Ich habe dieses Bett hübsch gemacht. Wenn ich nur an dich und Pris auf meiner, meinen Fallschirmseidenlaken denke. Wie soll ich dir je wieder vertrauen? Ich verdopple heute meine Freude, aber glaub ja nicht, dass mein Lächeln bedeutet, du hättest mir nicht mein Herz gebrochen. Diana, PS, bitte gib mir meine Schallplatte von Nick Lightbearer und meine gute Pinzette zurück. Es ist aus. PPS, ich esse jetzt einen ganzen Cupcake, mir egal, was du davon hältst. Aber echt mal, so. Geh nachts nach draußen, ohne dass ich Bobby stören. Zeugen reagieren langsamer auf unerlaubtes Betreten. Okay. Geworfen, nein. Angriffe gegen Ahnungslose, doppelter Schaden. Looten. Mehr tragen. Ich will mehr tragen. Dafür brauche ich schon wieder 12, ist ja der Hammer. So. So, wir schlafen bis 8.15 Uhr. Ich beende damit aber die heutige Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.